Es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser. Diese Autosuggestionsformel stammt von Émile Coué, dem Erfinder der Autosuggestion. Und wie du Autosuggestion für dich nutzen kannst, das erfährst du in diesem Video. Émile Coué hat die Autosuggestion erfunden. Und wie Autosuggestion funktioniert, da gibt es einen kleinen Trick, auf den man achten muss. Und dann entsteht all das, was man sich autosuggeriert, komplett mühelos. Ja, komplett mühelos. Und das ist auch der Knackpunkt. Der Erfolg der Autosuggestion liegt in der Leichtigkeit. Es geht darum, sich ein Zielbild zu erschaffen, welches man in sein Unterbewusstsein bekommt. Und Zielbilder bekommt man nur in sein Unterbewusstsein, wenn man in der REM-Phase ist, also früh morgens oder spät abends nach einer Meditation. Zielbilder bekommt man nicht in sein Unterbewusstsein, wenn man aktiv und hellwach ist. Deswegen ist es wichtig, dass man sich Zielbilder nicht mit Anstrengung aneignet. Meist passiert dann genau das Gegenteil. Der Golfspieler hat das Bild vor sich, wie er den Ball neben das Loch schlägt. Der Fußballspieler hat das Bild vor sich, wie er jetzt gerade einen Fehlpass spielt. Der Immobilienmakler hat eine Absage vor sich und hat Angst davor und will, dass das nicht passiert. In dem Moment, wo er so wach ist und will, dass das nicht passiert, passiert genau das. Weil diese Angst projiziert wird und nicht die Lösung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, wenn wir Erfolg haben möchten, uns die Situation, in der wir erfolgreich sein möchten, bewusst machen. Ganz beispielhaft, ein Fußballspieler schaut sich ein Video an, wo der Ball ins Tor geht oder wo ein erfolgreicher Pass gespielt wird. Und dieses Zielbild hat er vor sich, wenn er in der REM-Phase ist. Oder der Immobilienmakler hängt sich ein Bild an die Wand, wo er die Vertragsunterschrift sieht, wo glückliche Leute beim Notar sitzen. Schaut sich dieses Bild immer und immer wieder an. Am besten früh morgens nach dem Aufstehen oder nach einer Meditation. So kommt das Zielbild ohne Anstrengung ganz mühelos in dein Unterbewusstsein. Das heißt, es kommt auf die Qualität des Gedankens an. Es kommt nicht darauf an, wie sehr man das will. Es kommt darauf an, welche Qualität der Gedanke hat. Überlege dir deshalb in aller Ruhe und Entspanntheit gute Gedanken, schreib sie dir auf, schau dir Lösungen an, Zielbilder an, bei YouTube, bei Google, ganz einfach, gib das an, was du dir wünschst, schau es dir an und meditiere dir das in dein Unterbewusstsein. Schau es dir immer wieder an, erfolgreiche Menschen machen auch Erfolgscollagen, hängen sich ihre Zielbilder an die Wand in einer Collage, schauen sich das jeden Tag an und so entsteht die Energie, die dich zu deinem Ziel bringt. Das ist der Kernpunkt, die Kernaussage erfolgreicher Autosuggestion. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, google mal Émile Coué, kauf dir Bücher von ihm. Das ist definitiv die Kernessenz der Autosuggestion. Wir hoffen, es hat dir geholfen, es hat dir Spaß gemacht, dieses Video zu sehen und du schaffst dir viele positive Zielbilder. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, über einen Kommentar und wir sehen uns nächste Woche wieder.